Wenn wir über den Handel mit Entwicklungsländern reden, müssen wir immer sicherstellen, dass die Entwicklungsinteressen, und das heißt vor allem Armutsbekämpfung, im Mittelpunkt stehen. Dazu verpflichtet uns auch der Vertrag von Lissabon. Um das umzusetzen, brauchen wir verpflichtende Regeln für Unternehmen, ihre soziale Verantwortung wahrzunehmen. Und ich fordere die Kommission auf, dem Bericht von Frau Saifi nachzukommen und sich kritisch und gründlich mit ihrer Strategie der ökonomischen Partnerschaftsabkommen auseinanderzusetzen und zu beachten, ob diese wirklich im Interesse der Entwicklungsländer sind oder ob sie nicht nur in unserem eigenen Interesse sind und die Entwicklungsinteressen wieder einmal herunterfallen. Wir brauchen mehr Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung. Und das muss eben heißen, nicht einfach irgendeine Politikkohärenz, nicht einfach Kohärenz mit irgendwas, sondern eben genau eine Kohärenz im Interesse der Entwicklung. Und das heißt eben Armutsbekämpfung. Das will der Vertrag von Lissabon. Und das sollten wir als Parlament, sollten wir hier in der Europäischen Union auch umsetzen. Vielen Dank auch an die Berichterstatterin. Vielen Dank. And just now Mr. Ferreira. Obrigado, Presidente. As políticas comerciais e de investimento da União Europeia nos países em desenvolvimento têm resultados práticos e consequências cuja discussão importa aprofundar. Atente-se na inserção subordinada e privada.